Seit 6 Jahren ist Brigitte Birk im Ruhestand. Endlich hat sie mehr Zeit für ihr Hobby, Malen. Zuvor hat die 68-Jährige in Vollzeit als medizinisch-technische Assistentin gearbeitet und 42 Jahre lang in die Rentenkasse einbezahlt. Ihr letzter Bruttolohn betrug rund 5.000 Euro. Jetzt erhält sie eine Rente vor Steuern in Höhe von 1.800 Euro. Damit ist sie zumindest als Frau vergleichsweise gut versorgt. Nur gut 3% der Frauen in Deutschland bekommen eine Rente von mehr als 1.800 Euro. Bei den Männern sieht es etwas besser aus. Immerhin 22% haben eine höhere Rente. Trotzdem, mit ihren Einkünften kommt Brigitte Birk im teuren München kaum über die Runden. Jetzt bin ich sicher keine Rentnerin, die arm ist, wie viele meiner anderen Frauen um mich herum, die wesentlich weniger haben. Und auch ich muss richtig knapsen und kann vieles einfach nicht mehr machen. Also Klamotten habe ich jetzt seit 2 Jahren fast gar nichts mehr gekauft. Ich stricke meine Sachen selber oder nähe sie selber. Wenn ich ausgehe, dann schaue ich, dass ich ein ganz billiges Essen nehme. Da gucke ich eben, was ist am billigsten. Wein beim Essen gibt es sowieso keinen, weil das das teuerste Getränk ist. Und egal, was ich mache, ich schaue immer nach dem Preis. Was sie entlastet, sie hat jetzt eine Wohnung, für die sie knapp 600 Euro Miete monatlich zahlt, statt wie zuvor gut 900. Nur dank des Sozialprojekts für Frauen im Alter kann sie es sich leisten, weiter in München zu leben. Bleibt die Frage, wie lange noch? Zwar werden die Renten ab Juli deutlich steigen, weil die Entwicklung der Renten an die der Löhne gekoppelt ist. Doch bei Brigitte Birk und ihren Mitbewohnerinnen im Wohnprojekt kommt vom Rentenplus von 4,57% nicht viel an. Wir hatten ja auch letztes Jahr schon eine Rentenerhöhung, auch eine relativ gute. Und dann kommt sofort Krankenkasse mit erhöhten Beiträgen und noch irgendeinen Posten. Also es war dann nachher ein bisschen weniger als die Hälfte noch übrig, was ich dann mehr hatte. Dabei kostet die Rentenerhöhung rund 18 Milliarden Euro zusätzlich pro Jahr. Und die Kosten werden weiter steigen. Brigitte Birk gehört zur sogenannten Babyboomer-Generation. Von ihr gehen in den nächsten Jahren noch Millionen Menschen in Rente. Wer soll das bezahlen? Für den 32-jährigen Felix Schulz ist die eigene Rente noch in weiter Ferne. Doch das Thema betrifft den Küchenplaner schon jetzt. Denn immer weniger Arbeitnehmer müssen immer mehr Rentner finanzieren. Kamen in den 60er Jahren noch 6 Arbeitnehmer auf einen Rentner, sind es inzwischen nur noch knapp 2. Künftig könnten Felix und seine Altersgenossen sogar jeweils allein für die Finanzierung eines Rentners zuständig sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass man in Verbindung zu diesem. Als Küchenplaner hat Felix Schulz in den letzten 5 Jahren im Schnitt rund 4.500 Euro brutto im Monat verdient. Er und sein Arbeitgeber zahlen jeweils zur Hälfte etwa 840 Euro monatlich in die Rentenversicherung ein. Wenn er künftig im Durchschnitt genauso hohe Beiträge leisten wird wie bisher, dann kann er mit einer Rente von knapp 1.900 Euro rechnen. Ja, ich muss sagen, so richtig geschockt bin ich jetzt nicht, weil es ja dann doch noch so weit in der Zukunft liegt, dass man sich denkt, ach, was bis dahin noch alles passieren kann, wer weiß was. Klar, wenn man sich jetzt wirklich mal an den Moment versucht, wenn man sich da mal versucht hinzubeamen sozusagen, dann wird es natürlich schon schwierig werden, mit dem Betrag was zu machen. Also man muss natürlich oder ich sollte natürlich irgendwie überlegen, wie ich da auf einen Betrag komme, der insgesamt vielleicht eher dem entspricht, was ich jetzt gerade habe oder vielleicht zumindest in die richtige Richtung geht. Mit dem Rentenpaket 2 will die Bundesregierung das Rentenniveau bis 2040 wie bisher bei 48% des Durchschnittslohns halten. Das wird zusätzliche Kosten von knapp 300 Milliarden Euro verursachen. Bis 2035 sollen die Rentenbeiträge bei 22,3% liegen, fast 4 Prozentpunkte höher als jetzt. Experten kritisieren das als ungerecht. Das gilt vor allem, dass letztlich hier eine Umverteilung von Jung zu Alt stattfindet. Denn die Beiträge werden im Gegenzug stark steigen müssen. Das heißt, die jüngere Generation in der Zukunft wird deutlich stärker belastet werden.
Fehlende Generationengerechtigkeit. Als gutverdienender, noch kinderloser junger Mensch sieht Felix das relativ gelassen. Es ist klar, dass wir in unserer Generation natürlich auch dafür sorgen müssen, dass die Generation, die vorher gearbeitet hat, irgendwie ihre Rente bekommt. Und wenn das irgendwelche Leute ausrechnen und dann am Ende ein Betrag rauskommt, der bedeutet, ich muss 200, 300 Euro im Monat mehr bezahlen, dann tut es natürlich weh. Wenn es aber notwendig ist, dann ist es halt eben so. Abgefedert werden soll die Beitragserhöhung durch das sogenannte Generationenkapital. Die Idee dahinter, der Staat leiht sich günstig Geld und investiert es in Aktien. Die Erträge sollen der Rentenkasse zugutekommen. Ich halte das Generationenkapital der Rentenreform für überflüssig und auch kontraproduktiv. Denn hier sollen erst einmal 200 Milliarden Euro über die kommenden Jahre eingezahlt werden, damit dann dort in Aktien am Kapitalmarkt investiert werden kann, um dann Mitte der 30er Jahre einen kleinen Beitrag zur gesetzlichen Rente leisten zu können. Aber das, was dort an Rendite bei rumkommt, ist so gering, dass das keinen nennenswerten Unterschied machen wird für die gesetzliche Rente. Stattdessen müssten Experten zufolge viel mehr Menschen, so wie Felix, in gut bezahlte Vollzeitstellen gebracht werden, um die Zahl der Beitragszahler zu erhöhen. Und die Lebensarbeitszeit sollte je nach beruflich bedingter körperlicher Belastung flexibler gestaltet werden. Aber auch dann wird eine private Vorsorge unverzichtbar sein. Felix will von nun an einen gewissen Betrag zur Seite legen, um sich in einigen Jahren hoffentlich eine Eigentumswohnung leisten zu können. Brigitte Birk hat inzwischen einen Putzjob angenommen und bessert so ihre Rente um 200 Euro monatlich auf. Sie wünscht sich, dass ihre Gesundheit das noch lange mitmacht, damit sie sich auch künftig nicht zu sehr einschränken muss.